So, wir müssen jetzt herausfinden, welcher der größte Berg ist. Also. So, warte, ich gehe nochmal auf den mit der Flagge drauf. Da schauen wir uns mal nochmal die anderen Berge an, ob die größer sind. Ich muss halt schauen, dass, also wenn das da wirklich der größte ist, muss ich dann schauen, wie ich den wirklich in Szene setze. Oder, also, ups, ein bisschen verschoben. Wie ich den dann, ja, hinbekomme. So, also. Ja, an sich ist schon der, wo ich drauf bin, der größte, ne? Also hier ist. Also ich würde sagen. Also das da ist wahrscheinlich dann der da. Aber was ist dann der da? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ich würde schon behaupten, dass da hier ist der größte. Vielleicht kommen wir bei der heißen Quelle noch ein bisschen weiter. Weil ich stand ja da drüben und hab den gemalt, aber irgendwie hat es nicht gefunzt. Muss ich mal schauen. Weil an sich der größte ist, glaube ich, wirklich. Ups, ich habe es schon wieder verpasst. Ist, glaube ich, wirklich der. Oder der da. Okay, übermalen. Ich mal mal den da. Nee. Dann ist es wirklich der, aber von hier sieht er so stumpf aus. Und man sieht den Fetten gar nicht. Und hier weiter geht's auch nicht. Ja. Ja, dann versuche ich es nochmal von hier aus. Ich baue einfach nochmal neun. So. Verdammt! Die werden nicht getriggert. Weil die Sarah hat gemeint, dass man von hier aus, also hier muss man den größten Berg malen. Aber es ist auf jeden Fall nicht der da und es ist nicht der da. Hier kann ich nicht weiter. Also der da ist es nicht. Der, und das ist ja auch kein Berg hier, warte mal. Bin verwirrt, ja, ich auch. Weil an sich ist es ja wirklich, also ich würde sagen, das ist der größte. Aber hier ist auch eine total blöde Perspektive. Also ich würde den wirklich vom Festland, sag ich mal. Vom Festland, also ja, von der, ihr wisst schon. Da wo alles ist, von da aus malen. Weil da sieht man viel besser, wie groß der ist. Aber Sarah, du hast ihn von hier gemalt, oder?
Nee, man muss es definitiv jetzt mal, deswegen bin ich ja so verwirrt. Genau, ich habe den da drüben gemalt und den, wo wir vorhin drauf waren. Okay, aber man muss es definitiv hier machen. Du hast die Quest. Was? What are you meaning? Links sind die vier für die Mom. Das ist ja voll dumm. Man muss das erst aktivieren. Ja, das. Ja, beim Baum habe ich es auch noch nicht gemacht. Da müssen wir aber noch mal die, da müssen wir das gleiche Bild aber noch mal malen, weil jetzt ist die verschneite Berglandschaft ja weg. Ja. Na gut. Ja. Na gut. So, alles gut, alles gut. Aber welches Gebirge soll ich lieber malen? So, das hat mich jetzt schon wieder viel zu viel gekostet. So. Also an sich müsste eigentlich der Ton gehen. Boop, boop, boop. Nope. Wow. Geil. Ich mach noch mal aus. Jetzt? Hä? Warum jetzt? Okay, ich habe nichts. Hab Ton. Okay, alles klar. Huh, ich habe nichts geändert. Wow. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, dass ich noch mal Stream ausmache und noch mal anmache. Naja. Gut, aber wenn es jetzt läuft, bin ich ja erleichtert. So. So, Bilder zum Andenken an Mutter. Ja, danke, dass das jetzt das kommt. Das ist wunderbar. Das Lustige ist jetzt. Warte, hä? Was? Okay. Habe ich jetzt aber das geschafft? Eigentlich schon, ne? Ich mache immer das Falsche. Müsste eigentlich sein, ja. Vorhin haben wir ja die Bestätigung bekommen, aber die war halt jetzt nicht da. Gut, dann fliegen wir mal zurück nach einem etwas längeren Aufenthalt hier. Ja, wunderbar. Kannst bestimmt auch diesen Gipfel da abgeben. Du kannst das Schönere behalten. Ja. Können wir so machen. So. Dann bittet nach Are you Hause. ready to head back? Ui. Ach, man kann das überspringen. Aber ich mach das doch nicht. Ist doch schön hier. Vor allem, wie der Eisberg da leuchtet, das ist voll cool.
Wieso kann ich hier nicht malen? Hier ist doch Platz genug da, ne? Naja, wahrscheinlich würde die ganze Leinwand dann runterfallen. Naja. So, aber jetzt können wir ein bisschen was abgeben. Das ist ganz cool. Jetzt können wir die Glasfläschchen mit dem Wasser abgeben. Dann können wir die Bilder abgeben. Und dann kommen wir da hoch, weil sie uns den Pass ausschreibt oder gibt. Und dann können wir das malen. Und dann haben wir, glaube ich, alles für unsere Mami. Und dann. Wobei, nee, wir haben nicht alles für unsere Mutter, weil da fehlen noch die Windmühlen, oder? Ja, genau, die Windmühlen. Okay. Die Windmühlen waren ja da drüben. Da habe ich auch vergessen, das zu aktivieren. Dann auf dem Weg zu den Windmühlen gehen wir dann endlich fischen. Und dann machen wir das Ding, die Quest, das, den, die. Quest fertig. Ja, läuft langsam. Würde ich mal behaupten. So. Und sonst so? Wie geht's dir? Hm? Läuft, oder? Knarz, knarz. Ich springe raus. Oh, ich habe Thanks again for all your help. There's Gerne. nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. Danke. Also ich würde es auch bezahlen, ne? Also momentan haben wir ja ein bisschen Kohle. 120. Wir können uns ein Fahrrad kaufen. Das wäre mal so ulkig. So. Das ist, es ist 2:50 Uhr. Also. Warte. Trommeln in der Nacht. Nach Mitternacht. Das können wir noch schaffen. Nach Mitternacht. Come on. Das schaffen wir noch. Speichern. Es ist ja 2 Uhr gerade. Oder kurz nach 2. Vielleicht schaffen wir das noch. Dip, 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 dip. Und wenn nicht, dann ja, gehen wir gleich so fischen. Es gibt Tippe, das erinnert ein bisschen an Stewie, finde ich. So, tipp, tipp, tipp. Ah, da, ja, okay. Oh, ein kleiner Bär. Nee, ein Waschbär, oder? Guten Tag. Na du? You got my message, and you came. Oh, it's so good to finally meet a Skyfolk. I mean, other than Mudwillow. But I guess she's not really a Skyfolk, since she does live underground. Maybe you've met her. Anyway, please forgive all the sneaky sneaky. I should introduce myself. I am Alejo. My people call ourselves Machra, but I believe your people might better know us as the First Folk. Ich bin nicht von hier. Warum die Geheimnistuerei? Ja, würde mich interessieren, warum die sich verstecken. Sadly, my people wouldn't exactly approve of me meeting with a Skyfolk. Please don't take that in a bad way. As a people, most of us are just very. Schüchtern, zurückhaltend, schüchtern. No, more like. I guess you could say we do not like to mingle with outsiders. But not me. For as long as I can remember, I have been fascinated by the Skyfolk.
The stories, the architecture, the language. I have dedicated quite a lot of time to learning your tongue, after all. I am grateful to Mudwillow for being such a willing teacher. And the variety. Is it true that there are bear folk? Das ist ein Märchen, na klar. Do they have temper, like a bear? Manche von ihnen, nein, sie sind nett, sie sind alle verschieden. Ja, eigentlich schon, ne? Aber an sich sind die eigentlich fast durchgehend nett. Also von den Bären haben wir, glaube ich, keinen blöden gefunden. Oder? Nee, ja, sie sind nett. More lies my people tell themselves. I see. Ah, I have so many questions for you. I hope it's not too bad to ask, but is it true that your people are removing the eyes of the firstborn? Was? Total wahr. Ja, absolut. Aha! I knew it! I wonder what other lies my people are making up about the Skyfolk. And what is your trade? Ich bin Maler. Wow, that's very good. My sister is an artist too. She's an etcher, carves designs into the walls and such things. Well, I should probably leave here. Someone will notice I'm gone if I'm out for much longer. Ooh, tell me, do you think you could make me a painting of the big city? Mudwillow told me about it, but I want to see it. That would be incredible. Mm-hmm. I don't have much to give you, though. We could meet here again, same time tomorrow night. Das kann ich machen. That would be incredible. Paint it from afar, yes? I want to see the skyline. To be honest, I like to be beneath the sky and stars. I think we all do. That's why every so often, some of us come up here to make music. Ah, to feel the rhythm of music under the stars. Most feel it's worth the risk of being heard. I think I'm going to make a habit of coming up here every night. I hope to see you soon. It was a pleasure speaking with you. Dito. Schön. If you don't mind, I will let you make your way first. I don't think my kin would appreciate me showing anyone the way to our home underground if you were to follow me. I hope you understand. Natürlich. It was a pleasure speaking with you. Okay. Sehr sweet. Gut, dann werde ich mal, da wir eh schon hier sind, das Brot machen. Und das war sehr schlau von mir. Gut. Like a boss. Fehlt nur noch. Piep. So. Waren die Fische schon vorher da? Das Problem ist, ich brauche nur einen Fisch davon, oder? Warte mal, ich lese mal kurz nochmal. Genau, das ist der Sandfisch. Das Blöde ist, das sind alle Sandfische, ne? Ich schau mal, ob die beiden Schwärme die einzigen sind hier. Das sind, glaube ich, keine Sandfische. Sind das Fische? Ja, das sind die blauen. Bei Need for Speed wäre es explodiert, weil es, weil es einen Grashalm berührt hat. Okay, hier sind auch nochmal blaue. Das ist ganz geil, dass ich jetzt ein mögliches Schiff habe. Oder also ein Boot. Dann geht das Ganze schneller. Hier sind, glaube ich, auch. Ja, hier sind blaue und Sanddinger. Da vorne. Der Kommentar. Das sind auch nochmal. Uiuiui. Oh, da ist ein Fetter. Oh, wahrscheinlich ist der das. Oh ja, okay. Ich glaube, das ist er. Ausrüstung, Angel.
mit dem Köder festmachen. Hat da was angebissen? Wenn ja, dann ist der Fisch entkommen. Ah, die Leine! Zu viel Spannung, der Fisch ist mit dem Köder entkommen. Was? Dude, boah, ich spring jetzt da runter und mach dich mit meinen bloßen Händen kalt. Boah, wie fies ist das denn? Ja, echt so. Jetzt muss ich wieder komplett in die Stadt zurück und muss nochmal. Warte mal, ich will mal schauen, was die anderen so essen. Aus dem Wasser um anschließend wieder rein. Aber wir fangen die Fliegen. Allerdings schon. Okay. Okay, Donnerforellen. Ja, Sarah, deswegen schaue ich gerade, was die, was die Gelben fressen und die, genau, Thunderfisch, das sind die Grünen. Und fressen die Blauen, wow. Also muss ich jetzt die Blauen, okay. Also muss ich einfach alles angeln hier. Aber was fressen die als Köder? Nochmal kurz lesen. Was fressen die Blauen? Pflanzen und Eier. Eier, ah, ja? Okay. Ja, obviously. So, dann muss ich noch viele Eier fangen. Ich lasse dich einfach mal da. Ja, wobei nicht. Das dauert hier ja nicht lange, das Ganze auf dem Schulter zu bringen. So, Pflanzen und... Also an sich hätte ich ja wahrscheinlich die Pilze nehmen können, ne? Wie viele Pilze habe ich denn? Oh, okay, ich habe viele Pilze. Da kann ich ja gleich die Pilze nehmen. Okay, ich dachte, ich hätte nur einen Pilz oder so. So. Ausrüstung. So. Dann, hier sind die Blauen. Und Angel und Pilz. Alter, wie viele da. Ich habe etwas gefangen. Sehr schön. Dann nochmal.